Hallo, ich bin der Buttermaker, bin 54 und bin Klemmbaustellenmessi. Und heute zeige ich euch von der Firma Temi die Set Nummer 636-52 mit 268 Teilen. Eine Art Kugelbahn. Mehr dazu aber nach dem Intro. Viel Spaß! Bisher kannte ich Temi nicht, eine Marke, die ich wirklich nicht auf dem Radar hatte. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und habe gesehen, dass Temi eben kein Klemmbausteinhersteller ist, sondern Temi ist eine Marke ähnlich wie Plaintiff oder Toilino. Das heißt, sie haben diverse Spielsachen im Sortiment und eben auch Klemmbausteine. Ein paar Klemmbausteinsets habe ich dazu gefunden. Das sind in erster Linie Kugelbahnen in Babysteingröße. Hier bei dem Set haben sie aber das Ganze etwas geschrumpft und auf der Rückseite ist ein Babystein abgebildet von der Größe her, aber hier geht es um die normal großen Steine. Was mir gut gefällt, ist die Teilliste auf der Rückseite der Schachtel. Die spielt nachher auch noch eine kleine Rolle, denn die Anleitung ist praktisch mit Fotografien gemacht. Das heißt, alle vorherigen Bauschritte werden dann abgedunkelt und die neuen Bauschritte dann in ihren Farben dargestellt. Hier findet man zum Beispiel eine 4x6er Plate in Rot. Die befindet sich auch auf der Teileliste. Ist aber tatsächlich im Set nicht vorhanden, sondern dort ist eine hellgrüne 4x6er Plate vorhanden. Und so zieht sich das leider durch das ganze Set. Es sind hier also diverse Sachen, wie zum Beispiel diese Pflanzenteile. Die sind hier eigentlich gemäß Teileliste in Orange, ein dunkelgrüner und ein paar hellgrüne vorhanden. Hier sind aber alle in dunkelgrün enthalten. Deswegen sind auch diverse Teile übrig geblieben, weil ich eben einfach nach Foto und Anleitung versucht habe zu bauen, was aber eben nicht funktioniert, wenn die Teile nicht in den Farben da sind, wie sie sein sollten. Schade eigentlich. Ja. Das Set ist im Prinzip eine geschrumpfte Kugelbahn. Es gibt noch ein Riesenrad dabei. Statt der Kugeln sind aber kleine Fahrzeuge enthalten. Und dort sind Metallrollen unten drin, da unten drunter mit Gewicht. Und ja, damit fahren die eigentlich auch recht zügig darunter. Nette kleine Sache. Finde ich schön, hat mir auch gefallen. Es ist auch eine Minifigur enthalten und dort befindet sich dann auch der tatsächlich einzige Fehlguss, nämlich der hat eine halbe Hand. Gut, kein Problem, weil bei vielen anderen Sets bleiben ja immer Hände übrig, das heißt, die kann man dann auch noch austauschen. Einen Stickerbogen gibt es auch, den ich aber wie meistens nicht angebracht habe und ansonsten ein kleines Set, schönes kleines Set, für Kinder wirklich gut geeignet. Und ja, mal schauen, was ich da noch so finde. Aber das war's jetzt auch schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.